Hallöle Freunde, ja, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Es ist mal wieder an der Zeit, ich muss euch sagen, was aktuell so los ist auf dem Kanal, was wir so machen, was geplant ist und was halt nicht geplant ist. Und ich denke, da fangen wir gleich mal heute mit an. Ja, aktuelle Projekte würde ich ganz gerne mit anfangen. Also ihr habt ja gesehen, wir haben jetzt Valkyria Chronicles und Mario Odyssey angefangen. Das sollen jetzt die Hauptstream-Projekte für die nächste Zeit sein, denke ich mal. Weil ich jetzt endlich von der Switch streamen kann. Mario Odyssey habe ich mir sehr, sehr lange gewünscht und das möchte ich jetzt auch gerne durchziehen. Und Valkyria Chronicles ist halt auch so ein Spiel, was ich immer mal gerne wirklich komplett auf dem Kanal machen wollte, deswegen ziehen wir das jetzt auch weiter durch. So Sachen wie Stardew werden jetzt ein bisschen sporadischer kommen, aber auf jeden Fall auch noch in Streams gemacht werden. Ja, so Stardew Valley wird einfach so ein bisschen nebenher weitergeführt, auf jeden Fall. Dark Souls und Mario habe ich jetzt mal so ein bisschen da hinten dran geschoben, da war auch von eurer Seite nicht viel Interesse da, so wie ich das mitbekommen habe. Wenn es da wirklich noch sehr viel Interesse gibt, dann bitte jetzt hier in die Kommentare, also jetzt ist eure Chance zu sagen, davon brauchen wir mehr. True, mach jetzt das mal weiter. Dann bitte jetzt hier. Das Putin-Spiel läuft noch, das habe ich auch mitbekommen. Ja, ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe mitbekommen, wir haben das Putin-Spiel noch. Deswegen dazu auch mal eine Ansage, das werde ich als Let's Play fortführen. Also einfach aufnehmen, rendern, hochladen auf YouTube, anstatt das im Stream zu machen. Da werdet ihr also finden, was da kommt. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Das Lied ist ganz schön nervig, ne? Ich dachte eigentlich, das wäre schöner, wir gehen einfach mal auf das Lied hier rüber, dann passt das schon. Ich hab gedacht, machst du mal ein bisschen Mario Odyssey Soundtrack, weil du das ja jetzt auch als Stream-Projekt machst und dann Pustekuchen kommt sowas hierbei rum. So sieht's nämlich aus. Nee, auf jeden Fall, was soll ich sagen? Ja, das Putin-Spiel wird auf jeden Fall fortgeführt und zu Ende geführt. Das ist auch gar nicht mehr so lang. Ein Part ist davon sogar schon aufgenommen. Der wird jetzt die nächsten Tage irgendwann hochgeladen werden. Ansonsten, was ihr auf YouTube sehen werdet, jetzt abwechselnd einen Tag Valkyria Chronicles, einen Tag Mario und ab und zu zwischendrin nochmal Stardew, was wir alle schon haben, was halt einfach nur hochgeladen werden muss. Das kommt jetzt auch nach und nach, weil ich da jetzt endlich Thumbnails bekommen habe. Vielen Dank dafür nochmal an den Felo im Discord. Ich habe jetzt gerade leider deinen Twitter-Namen nicht im Kopf, aber ich habe den verlinkt. Der ist auf jeden Fall unter jedem Stardew-Part verlinkt als Thumbnail-Macher. Also da gerne mal ein großes Dankeschön an Felo für die tollen Thumbnails für Stardew Valley an dieser Stelle. Ich freue mich sehr, dass du das für mich gemacht hast. Und bin auch froh, dass du das immer noch weitermachst, weil die sind echt klasse. So gut hätte ich das garantiert nicht hingekriegt. Ich bin künstlerisch nicht sehr begabt. Das ist schade, aber es ist halt leider so. Gut, so ist es halt. Nee, was würde ich sagen? Dafür auf jeden Fall vielen Dank und es freut mich, dass du da weitergemacht hast. Und ja, ansonsten Mario Odyssey kommt am Samstag wieder im Stream. Valkyria Chronicles kommt Samstag wieder im Stream und danach ist der Stream wahrscheinlich schon ganz schön voll. Vielleicht noch ein bisschen was anderes, wir schauen dann mal. Auf jeden Fall dazu nochmal gesagt, hier auch nochmal eine kleine Stream-Ankündigung. Nächster Stream ist natürlich, wie ihr das alles schon wisst, Samstag 18 Uhr, wie immer. Link dazu in der Videobeschreibung, kennt ihr ja bereits, ne? Ist unter jedem Video, glaube ich, der Link, also falls ihr da auch auf dem aktuellen Stand sein wollt. Ich weiß nicht, wie gern YouTube das hat, dass man das jetzt hier verkündet oder nicht, da habe ich mitbekommen, dass man nicht mehr so auf externe Seiten verlinken soll, aber ich möchte an dieser Stelle hinnehmen, ich möchte wirklich keine Zuschauer von YouTube weglocken mit dieser Stream-Ankündigung. Ich mache nun mal meine Aufnahmen im Stream und die Videos kommen dann auf YouTube. Das heißt, im Stream können die Leute das mitverfolgen und auf YouTube können sich die Leute dann anschauen. Deswegen hier die Ansage am Samstag 18 Uhr, Stream wie jeden Samstag um 18 Uhr. Bessere Ankündigungen dafür gibt es im Discord. Der Discord ist auf jeden Fall auch unter dem Video hier verlinkt, also da seht ihr mal, was alles passiert. Da gibt es die Let's Play und Stream-Ankündigung auch nochmal direkt, dass ihr hier auf YouTube auch nichts verpasst und halt auch die Streams nicht verpasst. Kommt dazu gerne in den Discord, Link dazu wie immer unter jedem Video, aber ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, es ist jeder gerne eingeladen, in den Discord zu kommen, sich da zu unterhalten, auch um vielleicht Mitspieler für Sift zu finden oder halt einfach Fragen zu stellen, Anregungen zu geben an mich oder sich einfach mal zu unterhalten. Dafür ist der Discord sehr gut geeignet, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr einfach mal alle reinkommen würdet. Ja, wie gesagt, das habe ich schon gesagt, Stream Samstag 18 Uhr wie immer, ganz klar. Und dann noch eine andere Sache, das nächste Civ-Multiplayer-Spiel wird jetzt hier angekündigt in diesem Infovideo mit. Da gibt es die nächste Runde am 9.8. Also jetzt heute in der Woche, wenn ich das Video heute noch hochlade, ich denke schon. Also heute in der Woche, nächsten Donnerstag. Oder diesen Donnerstag, wenn ihr jetzt erst nächste Woche schaut, das Video. Aber auf jeden Fall am 9.8. am Donnerstag um 15 Uhr gibt es das nächste Civ-Multiplayer-Spiel. Das wird dann einfach live gestreamt werden. Also da auch bitte dann in den Stream reinschauen. Außer ihr spielt mit, Mitspieler dürfen nicht reinschauen, das ist schon mal so als Regelung. Also Mitspieler bitte nicht reinschauen, weil ihr mir dann halt über die Hand gucken könnt und halt mich komplett kontern könnt und genau wisst, was ich mache und das ist halt unfair in so einem Spiel. Deswegen Mitspieler nicht, aber alle anderen sind gern angehalten, mit reinzuschauen und wir brauchen, glaube ich, auch, ich glaube, wir brauchen keinen Mitspieler mehr. Meldet euch einfach mal, wenn ihr an sowas Interesse habt, das auch im Discord, da werden sowas vorher abgesprochen, also die Mitspieler wurden halt im Discord alle rekrutiert, also wenn ihr mal bei sowas mitspielen wollt, auch in den Discord kommen natürlich, damit ihr mich auch anschreiben könnt, hey, true, ich möchte beim nächsten Spiel gerne dabei sein, dann wird das eingeplant, da kann jeder gerne mal dabei sein. Deswegen einfach da Bescheid sagen, dann kriegen wir das auch hin. So, also ich habe die Streams angekündigt, ich habe die aktuellen Projekte angekündigt, dann nochmal natürlich die Anregung,
Falls ihr euch Projektwünsche habt oder irgendwas, was auf dem Kanal noch besser gemacht werden kann, irgendwas, was ihr gerne sehen wollt und so weiter, bitte hier in die Kommentare oder, wie gesagt, im Discord geht das natürlich auch immer. Hier unter dem Video geht es natürlich auch jederzeit, das sehe ich natürlich auch. Aber im Discord kann ich halt natürlich direkt antworten, dann könnt ihr mir wieder antworten. Also falls ihr wirklich ein Gespräch sucht, ist der Discord besser. Falls ihr nur Anregungen geben wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne hier machen. Und ich denke, das war's für heute. Also das ist, glaube ich, alles, was ich euch sagen wollte. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass ihr wirklich so tatkräftig mich unterstützt. Wir haben jetzt die 900 Abonnenten geknackt. Wir gehen jetzt langsam auf die 1000 zu. Ich möchte mich da bei jedem von euch nochmal gerne bedanken. Und ich freue mich auch, dass ihr mich wirklich über die Zeit so lange unterstützt habt und auch immer noch unterstützt. Macht weiter so. Ihr seid wirklich klasse Zuschauer. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich das für euch machen darf. Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer True. Alles, was ihr gerne noch sagen wollt, bitte hier in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder sonstiges. Bis dahin, tüdelü.